Seid. Heute werde ich euch mal einige Dinge erzählen, was ich mache, um lange, gesunde Haare zu bekommen, obwohl ich sie schon seit 7 Jahren glätte. Tipp Nummer 1 sind auf jeden Fall Öle benutzen. Ich benutze Arganöl, Klettenöl und ich habe dann noch was, Blue Magic. Ich weiß nicht, ob es hier gibt, ich habe es damals in Kolumbien gekauft. Blue Magic Coconut Oil Hair Conditioner. Und das ist für mich immer extrem wichtig. Also ich mache die Haare, also ich mache das Öl von hier nach ganz unten hin. Das ist für mich eines der wichtigsten Dinge. Als nächstes kommt etwas, was vielleicht für einige etwas, ja, ich will nicht sagen eklig ist, aber... Und zwar, ich lasse meine Haare ordentlich fetten. Ich weiß, dass es viele nicht aushalten, die Haare fettig zu lassen, und es gibt auch Leute, die waschen die Haare alle 2 Tage, und ich sage euch jetzt auch, warum es extrem wichtig ist. Euer Körper macht das ja auch aus einem Grund. Er macht eure Haare fettig, das gleiche macht er mit der Haut, und wenn ihr eure Haare alle 3 Tage wascht und dieses Fett wegmacht, dann fetten eure Haare umso schneller, also euer Körper sendet sozusagen Signale, schneller die Haare nachfetten zu lassen, weil wenn ihr das Fett immer schnell wegwäscht, dann muss euer Körper noch schneller die Haare fetten. Ich hoffe, man kann es verstehen, wie ich es erkläre. Und noch dazu, ja, wie ich schon gesagt habe, versuchen nicht so oft zu waschen. Dann, wie schon erwähnt, glätte ich meine Haare schon seit circa 7 Jahren konstant, und es ist extrem wichtig, einen Hitzeschutz zu benutzen und so viel Hitze wie möglich zu vermeiden, was ja in meinem Fall sehr schwierig ist, aber ich lasse meine Haare zum Beispiel lufttrocknen. Ich benutze in seltensten Fällen einen Föhn, und das Glätteisen stelle ich auf 160 Grad, 170 Grad, 180 Grad ein, das variiert immer, kommt darauf an, wie glatt ich sie haben will. Was ich auch sehr wichtig finde, ist es, schonend mit den Haaren umzugehen. Ich sehe Leute, wenn sie die Haare kämmen, die gehen so durch die Haare und die Haare werden somit einfach extrem strapaziert. Seid sanft, auch beim Haare trocknen, nicht mit dem Handtuch die Haare so nehmen und so rubbeln. Da bekommt ihr nur mehr Spliss. Also sanft mit den Haaren umgehen, mit dem Handtuch. Mit dem Handtuch eher so sanft drücken, damit es das Wasser aufnehmen kann. Dann habe ich eine Zeit lang etwas ausprobiert, was ich schon fand, dass es geholfen hat, und zwar die Durchblutung anzuregen. Wenn die Durchblutung angeregt wird, dann wachsen die Haare schneller. Und das habe ich so gemacht, dass ich Klettenöl auf meine Finger gemacht habe und mehrere Minuten, ja, so 2-3 Minuten meine Kopfhaut einmassiert habe. Ihr könnt aber auch eure Bürste nehmen und einfach etwas fester bürsten, so dass es eure Kopfhaut berührt, und so wird auch die Durchblutung angeregt. Was mir auch sehr geholfen hat bei meinen Haaren, ist eine Keratinglättung. Sie ist leider sehr, sehr teuer beim Friseur, aber man kann es auch zu Hause machen. Ich zeige euch jetzt, womit ich das gemacht habe. Und zwar heißt es Coco Choco Professional Gold. So sieht das aus. Die Flasche sieht so aus, und das ist eine Keratinglättung, die könnt ihr alleine zu Hause machen. Ich glaube, diese Flasche kostet 30, 35 Euro. Und beim Friseur, glaube ich, würde ich so circa 200 Euro zahlen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe beide Varianten ausprobiert, also beim Friseur und selbst zu Hause. Das Ergebnis war dasselbe, nur dass es beim Friseur, also das Ergebnis beim Friseur hat länger angehalten. Und noch ein Grund, warum mir die Keratinglättung einfach geholfen hat, ist, dass meine Naturlocken echt heftig sind. Ich habe Naturkrause, sehr viele kleine Locken, und ich musste die dann immer extrem viel glätten. Durch die Keratinglättung sind meine Haare nicht komplett glatt geworden. Die Locken sind einfach, ja, wie soll ich sagen,
nicht so extrem, wie sie eigentlich wären. Und somit bin ich viel schneller beim Glätten. Ich muss weniger glätten, ich muss weniger Hitze benutzen. Also eigentlich nur Vorteile. Und was ich noch vorhin vergessen habe zu erwähnen, zum Thema Haare schonen. Beim Schlafen gehen bindet eure Haare zusammen, weil wenn eure Haare die ganze Zeit gegen den Kopfkissen scheuern, dann bekommt ihr Schliss. So, und nun kommen wir mal zu Dingen, die man laut Gesellschaft, laut Google, laut Friseur machen sollte, die ich aber irgendwie nicht unnötig, aber ja, irgendwie schon unnötig finde. Und zwar wäre es einmal regelmäßig zum Friseur gehen, um die Spitzen schneiden zu lassen. Das habe ich lange Zeit gemacht. Ich bin zwar nicht zum Friseur gegangen, ich habe es zu Hause gemacht, weil ich für Friseur einfach zu geizig bin, ich muss ehrlich sagen. Ich habe es also zu Hause gemacht mit einer professionellen Haarschneideschere. Das Problem war, wenn ich meine Haare, also sagen wir mal, ich habe hier Spliss. Ich schneide diesen ganzen Teil ab, wo ich Spliss habe. Wenn dieser Teil dann wieder nachwächst, dann habe ich gleich viel Spliss wie vorher. Also wisst ihr, was ich meine? Nur weil ich meine Haare schneide, ist dann nicht weniger Spliss, wenn sie dann wieder lang sind. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, sie einfach gar nicht zu schneiden, beziehungsweise alle, keine Ahnung, alle 5 Monate einmal, und zwar so viel circa, also sehr wenig. Und ich habe dadurch nicht mehr und nicht weniger Spliss bekommen. Noch eine Sache, die sehr, sehr viele Leute sagen, ist, wenn du lange Haare haben willst, dann musst du aufhören, sie zu glätten. Ich bin da nicht so der Meinung, weil ich glätte meine Haare einfach seit ich Ende 12, Anfang 13 bin. Und meine Haare sind trotzdem dick, sie sind stark, sie sind gesund. Also dafür, dass ich sie so lange glätte, sehr gesund. Und ich habe sie trotzdem lang. Deswegen, ich finde schon, dass man lange Haare trotz Glätteisen haben kann. Wichtig dabei ist nur das richtige Glätteisen. Also achtet darauf, dass ihr nicht irgendein 20 Euro Glätteisen benutzt, sondern schon ein gutes Glätteisen. Viel Sport, gesundes Essen und sehr viel Wasser trinken. Das sind so Dinge, die ich persönlich nicht so gerne höre, weil ich sie einfach nicht so gerne mache. Klar, ich denke schon, dass es hilft, wenn ihr sehr viel Wasser trinkt, wenn ihr euch gesund ernährt. Aber das macht halt nicht jeder. Ich esse, wie ich will. Klar, ich esse jetzt nicht extrem ungesund, aber jetzt auch nicht mega healthy und veggie. Und ich esse einfach normal, würde ich behaupten. Ihr könnt trotz einer normalen Ernährung, sage ich, und mit weniger als 2 Liter Wasser am Tag lange Haare bekommen. So, das wäre so zusammengefasst alles, was ich mache. Und ich dachte mir, vielleicht zeige ich euch noch die Shampoos und Balsams, welche ich da benutze, weil es vielleicht jemandem weiterhilft, der auch eine Keratinglättung gemacht hat. Denn wenn man das machen lassen hat, dann darf man sehr viele Shampoos nicht benutzen, und zwar alle, wo keine Salze enthalten sind. Also einmal habe ich von New Dawn. Ich schreibe es in die Infobox. Sieht so aus. Dazu habe ich auch das Shampoo, das habe ich jetzt aber leider nicht hier. Es sieht gleich aus, nur dass es gelb ist. Und das Ding ist, dass es komplett natürlich ist. Also es ist eine gesunde Variante. Kein Salz drin, keine 10 Milliarden Silikonarten und so weiter. Und das nächste ist Chi oder Ki, ich weiß es nicht. Das ist halt sehr gut für Leute, die Keratinglättung gemacht haben. Karton, Kati, ich schreibe es in die Infobox. Dann habe ich noch eines, das heißt Strati mit Kokosnussgeruch. Ich schreibe es euch dann auch in die Infobox, ich habe es jetzt leider nicht hier. Und das Ding ist jetzt so, ich benutze insgesamt 3 bis 4 Marken. Und zwar aus dem Grund, ihr habt es bestimmt schon mal gehört, dass wenn ihr immer bei einer Marke bleibt und dann Marke wechselt, dass eure Haare dann vielleicht schneller fettig werden oder vielleicht bekommt ihr Schuppen oder so. Es ist halt schwierig für euer Haar, sich wieder umzustellen. Aus diesem Grund benutze ich immer verschiedene, damit sich mein Haar gar nicht an eines gewöhnt. So, versteht ihr das Prinzip? Das war jetzt das Wichtigste, was ich so mache, um lange Haare zu haben.
Falls ihr noch weitere Fragen habt oder so, dann beantworte ich sie sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Lange Haare. Oh mein Gott. Und ich habe... Schön, dass ihr zurück auf mein... Oh mein Gott. Meine Hitze. Damit... Oh, heiß. Okay. Und ich erzähle... Und ich euch sage...